Willkommen bei der heutigen Ausgabe von Fit bleiben beim Daheimbleiben. Ich bin der Gabriel und darf euch wieder durch das folgende Programm führen. Übermäßiges Sitzen und lange Stehen führt schnell zu Konzentrationsproblemen. Folgende Übungen sollen euch dabei helfen, die Konzentration wieder zu steigern und zu erhöhen. Für Übung Nummer 1 beginnen wir locker mit Arme kreisen. Beides in dieselbe Richtung. Immer rechter und linker Arm im Wechsel. Wichtig dabei noch, wir versuchen unseren Oberkörper so weit es geht mitzunehmen. Das heißt, so weit es geht, einmal nach links mitdrehen und nach rechts weg. Ohne dabei, dass wir die Hüfte selber mitdrehen. Das Ganze machen wir jetzt 10-mal nach vorne gerichtet. Und dann 10-mal in die Gegenrichtung. Zweite Übung, wir geben jetzt unsere Arme in eine Gegenbewegung. Das heißt, wir starten mit beiden Armen nach oben gerichtet, bringen einen Arm einmal nach hinten, den anderen nach vorne, bringen beide wieder nach unten und wechseln das Spiel. Der andere Arm geht nach vorne, der andere zurück und wir treffen uns wieder oben. Das Ganze machen wir jetzt 5-mal in die eine Richtung. Und wenn ihr merkt, dass das schon leicht funktioniert, könnt ihr beginnen, auch das Tempo ein bisschen flüssiger zu erhöhen. Und das gleiche dann in die Gegenrichtung. Beginnen wir zurück, treffen uns unten wieder, hinten und nach vorne. Für die letzte Übung wollen wir möglichst weit in die Streckung gehen und unsere ganze Atmung mitnehmen. Dazu strecken wir uns einmal so weit es geht nach oben, gehen mit auf die Zehenspitzen und mit dem Ausatmen lassen wir uns nach unten einsinken. Gehen wieder zurück in die Streckung, atmen tief ein und lassen nach unten uns wieder ausstrecken. Tief ausatmen. Zurück in die Streckung, wir machen das noch 3-mal. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen und hattet Spaß an den Übungen.